Ja, hallo und herzlich willkommen zur EBS-Universität und zu unserer kleinen Infopräsentation zum Studium. Mein Name ist Christoph Glaser, ich bin Studienberater an der EBS-Universität, vor allem für die Business School. Wir haben an der EBS zwei Fakultäten, einmal die Jurafakultät in Wiesbaden und einmal die Wirtschaftliche Fakultät in Österreich-Winkel. Und ich freue mich auch, meine Kollegin hier begrüßen zu dürfen, die Frau Pommer, die an der juristischen Fakultät tätig ist. Ja, hallo auch von meiner Seite von der Studienberatung Jura. Genau. Vielleicht ein, zwei einführende Worte zur EBS-Universität. Wir sind eine private Universität mit Sitz in Wiesbaden und Österreich-Winkel, haben also zwei Standorte nah beieinander. Das Ganze ist im Frankfurter Raum, also wir sind so etwa 40 Minuten entfernt von Frankfurt, 20 Minuten von Wiesbaden. Und man kann hier ja, im privaten Bereich eben BWL und Jura studieren. Wir wollen aber gar nicht so viel eigentlich an Fakten jetzt nennen, sondern wir wollen unsere beiden Studentinnen sprechen lassen. Wir haben heute die Maja und die Johanna eingeladen. Die sind beide im ersten Semester, jeweils an der Law School bzw. Business School, studieren also Jura bzw. BWL. Und die beiden werden sich jetzt kurz vorstellen und dann ein paar Fragen zum Studium und zu ihren ersten Eindrücken beantworten. Maja, vielleicht möchtest du kurz anfangen mit der Vorstellung. Ja, also erstmal hallo, ich bin Maja, ich komme aus Köln und habe jetzt zu diesem Wintersemester angefangen, an der Business School zu studieren und hatte auch einen super tollen Einstieg tatsächlich mit dem Onboarding-Projekt, was ja 2 Wochen ging und konnte so ganz schnell meinen Alltag hier finden, Leute kennenlernen und bin begeistert, ja. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Johanna. Ich komme tatsächlich aus München, habe auch dieses Wintersemester angefangen jetzt zum Fallterm 2021 an der Law School bei uns in Wiesbaden. Muss auch sagen, man kommt relativ schnell rein, findet auch schnell neue Leute und das Studium macht bisher sehr viel Spaß. Ja, ihr beiden. Wie habt ihr denn recherchiert und warum habt ihr euch jeweils für eure Fachrichtungen entschieden? Also bei mir war es so, ich hatte nach dem Abitur, wusste ich nicht ganz, was ich studieren möchte und war dann bei einer Studienberatung in Hamburg. Und da kam dann ja ein Persönlichkeitsprofil raus, eben auch mit Stärken und Schwächen. Und als passender Studiengang war es dann Jura. Und das tatsächlich nicht unbedingt an einer staatlichen Universität, sondern vor allem auch an einer privaten, wie eben der EBS. Auch aufgrund des Angebots und alles, was dazugehört. Und dann habe ich mich informiert, vor allem über die Website der EBS Law School. Und man wird auch, sobald man eine E-Mail hinschreibt, wirklich sehr gut empfangen. Man bekommt Informationen en masse und wird wirklich sehr gut aufgenommen und an die Hand genommen. Genau, und bei mir war das damals so, dass ich tatsächlich auch so ein paar Messen besucht habe und mich im Internet schlau gemacht habe. Und mir war schon klar, dass ich in die Richtung Business gehen möchte. War mir noch nicht ganz sicher, inwiefern ich schon im Bachelor einen Schwerpunkt setzen möchte. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte erstmal, sag ich mal, alle Grundlagen kennenlernen und verstehen, wie so ein Business aufgebaut ist und wie das alles funktioniert und da halt eben auch breit aufgestellt sein. Und dann habe ich mir verschiedene Unis im Umkreis angeguckt, von so 2,5 Stunden von Köln aus. Und habe dann auch Infomaterial angefordert bei der EBS über die Website und wurde da halt direkt super herzlich aufgenommen und konnte alle Fragen stellen, die ich hatte und habe mich da einfach total schnell wohlgefühlt. Ja, und dann war es tatsächlich eine Bauchgefühlentscheidung, kombiniert mit den Fakten, dass ich super gerne an einer privaten Schule studieren wollte, weil man da einfach besser reinkommt, ein bisschen mehr Kontakt auch zu den Professorinnen und Professorinnen hat und ich das einfach schön fand, so im engen Austausch da zu sein. Und das Gesamtpaket hat mich dann einfach überzeugt und dann war die Entscheidung für mich auch relativ schnell klar. Super. Wir haben ja heute viele Schüler dabei, die vielleicht auch noch nicht so entschieden sind, welches Studienfach das Richtige ist. Es gibt ja auch unglaublich viele Studiengänge. Jetzt seid ihr zum Teil schon drauf eingegangen, aber vielleicht könnt ihr es noch mal ein bisschen klarer machen. Was erwartet ihr euch oder was habt ihr euch erwartet vom Studium? Was wollt ihr später mal damit anfangen, sofern ihr das schon weißt? Und was hat euch dann dazu bewogen, tatsächlich diesen konkreten Studiengang zu wählen? Also bei mir war es ja, wie gesagt, schon so, dass ich
auf jeden Fall in die Richtung Wirtschaft gehen wollte. Ich habe vor, später ein bisschen in die Marktforschung zu gehen am liebsten und dann auch so in Richtung Wirtschafts- und Konsumentenpsychologie. Und mir war es aber trotzdem wichtig, sage ich mal, erstmal das Gesamtbild zu verstehen und halt auch so zu verstehen, wie so ein Unternehmen aufgebaut ist, wie die Entscheidungen gefällt werden, weil ich finde, das ist auch einfach ein super wichtiges Grundwissen, was einem auch im Leben später immer helfen kann, weil gerade nach dem Abitur kann es ja dann trotzdem sein, dass sich die Interessen verändern und dann hat man halt so ein Skillset, mit dem man schon super viel anfangen kann und jetzt gerade bei der Apps dann halt auch noch die Kontakte und ja. Ja, bei mir relativ ähnlich, nur halt, dass es nicht Business ist, sondern Jura. Also vor allem nach dem Studium, die Aussichten sind in Jura ja wirklich top. Also wenn wir gar nicht so aufs Finanzielle gucken, sondern vor allem auch auf die Breite an Möglichkeiten, die einfach besteht. Also ich kann in jeder Branche sonst wo arbeiten und natürlich auch mal im Laufe meiner Karriere dann wechseln. Also ich mache 10 Jahre Großkanzlei beispielsweise und dann habe ich aber 10 Jahre Lust auf was anderes. Und genau das, diese Flexibilität, obwohl man ja doch ein sehr prägendes Studium dann hat, ist wirklich für mich begeisternd. Und auch das, was mich dann am Ende überzeugt hat, weil man, wie gesagt, eine sehr große Variabilität dabei hat und auch dadurch in alle Bereiche einblicken kann, wie man möchte. Das hat man jetzt auch bei der Apps schon. Seit der ersten Woche kommen Anfragen von Kanzleien, ob man nicht mal hier schnuppern möchte oder mal dort. Es gibt immer wieder Infoveranstaltungen. Und eben auch in alle Richtungen, also nicht nur eine große Sache, sondern wieder alles. Und es wird einem auch in den Vorlesungen wieder näher gebracht, so, das hier bräuchtet ihr zum Beispiel in diesem Beruf, das wieder dort. Und das ist begeisternd und eben auch das Entscheidende dann bei Jura, dass man diese ganz vielen Möglichkeiten hat, aber auch irgendwie das Denken erlernt, mit dem man andere Berufe ausüben kann. Sehr viel Strategie, Systematik natürlich. Und genau, damit kommt man ja dahin, wo man möchte, würde ich sagen. Super, vielen Dank. Ihr seid ja jetzt beide ein paar Wochen am Campus. Wie hat sich es bisher angefühlt? Was habt ihr inhaltlich gemacht? Also für mich wir hatten 2 Tage Intake, nennen wir das. Also eben vorstellen, Lunch, gemeinsam anstoßen, Infoveranstaltungen, all das. Das war wirklich toll. Man hat auch viele Leute kennengelernt. Man merkt auch, außerhalb der Universität, also wir hatten uns davor schon als Jahrgang getroffen, bevor überhaupt wir uns das erste Mal an der Uni getroffen haben, weil wir wirklich gesagt haben, okay, wir wollen einander kennenlernen, wir wollen auch das nutzen, dass wir natürlich jetzt wieder mit der Pandemielage so weit gehen können, dass wir uns auch in Person treffen. Das ist wirklich toll, aber auch dann die Tage an der Uni, also auf dem Law Campus. Ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, natürlich in Präsenz alle da zu sein. Was wir jetzt auch wieder können, gut, klar, Frage ist, wie lange noch, aber das ist sehr, ja, irgendwie ein gutes Gefühl, an die Uni zu kommen, weil auch aufgrund dessen, dass nur Law School dort ist, auch alle einfach den gleichen Zweck natürlich verfolgen und so ein familiäres Verhältnis, könnte man fast sagen, herrscht. Also wirklich auch dieser App-Spirit, den wir immer benennen, der ist schon, den spürt man schon, auch gerade in den ersten Tagen. Man wird bei allem an die Hand genommen, in jedes Projekt, das gerade läuft, jetzt hier, wir haben ich glaube, nächstes Wochenende den Law-Kongress sind wir jetzt auch voll dabei im Planen, obwohl wir seit 5 Wochen erst dabei sind. Also man wird überall mit einbezogen und auch an die Hand genommen. Und vom Lehrinhalt natürlich, das ist ein sehr starkes und schnelles Tempo. Also das muss man sagen. Ich hatte jetzt auch am Montag meine erste Prüfung, nach 5 Wochen die erste. Und es geht dann nahtlos weiter in den nächsten 5-Wochen-Block eben. Das ist, muss man erstmal machen. Aber man kommt sehr schnell rein und wenn man auch am Ball bleibt, dann ist es wirklich gut möglich und nur für den eigenen Vorteil. Ja, genau. Also das kann ich auf jeden Fall von der Bedeutung her alles bestätigen. Bei mir war das damals so, dass ich tatsächlich 2 Wochen Onboarding hatte. Sprich, wir haben 2 Wochen lang so kleine Vorlesungen gehabt. Wir hatten ein Projekt, wo wir nach 2 Wochen dann selber gepitcht haben und auch mit Unternehmen viel in Kontakt waren und die uns super viel beigebracht haben. Und das waren 2 sehr intensive Wochen, aber die haben mir persönlich super viel gebracht. Also ich glaube, ich bin in diesen 2 Wochen allein schon super viel über mich hinausgewachsen, habe neue Leute kennengelernt und konnte dadurch hier in Österreich-Winkel super schnell ankommen. Hier auf dem Campus zu sein, ist natürlich auch echt super. Also vor allem, weil Österreich-Winkel ja ein bisschen kleiner ist, sind dann alle hier so, sag ich mal, auf einem Haufen und man sieht sich regelmäßig auch außerhalb von der Uni. Und
ja, das Studium ist intensiv, aber das schweißt halt auch zusammen, wenn man dann auch zusammen für die Klausuren lernen kann und halt auch weiß, was das einem bedeutet. Und ja, also ich finde, das Studium ist zwar intensiv, aber es macht halt super viel Spaß und zusammen macht man das dann halt eben nochmal lieber. Super, vielen Dank schon mal für eure Eindrücke. Vielleicht so ein bisschen abschließend nochmal, BWL und Jura sind beides Fächer, die man an sehr vielen Orten studieren kann. Warum sollte sich ein Schüler, der jetzt hier zuhört, tatsächlich für die Apps entscheiden aus eurer Sicht? Was würdet ihr sagen? Also bei mir, ich würde den Leuten mit auf den Weg geben, dass wenn sie Lust haben, sage ich mal, viel persönlich auch mitzunehmen und nicht nur, sage ich mal, Theorie zu lernen, sondern auch praktisch zu wachsen und neue Erfahrungen zu sammeln, dass die Apps da einfach wirklich die perfekte Uni für ist. Und wenn man Lust hat, sage ich mal, mit Leuten zusammen zu sein und zusammenzuarbeiten und gemeinsam halt was zu schaffen und auch ehrgeizig ist und was verändern möchte, dann ist die Apps, glaube ich, einfach die perfekte Wahl, weil es halt nicht einfach große Hörsäle sind, sondern man kann danach zu den Profs gehen, wenn man noch Fragen hat oder wenn man noch Anregungen hat. Und das ist einfach super familiär und persönlich und das mag ich halt sehr gerne. Und diese persönliche Stimmung, die kommt halt auch direkt von Anfang an rüber, ja. Ja, bei mir ist im Grunde genau das Gleiche. Ich habe auch gerade schon die ganze Zeit genickt. Ja, also kann ich nur bestätigen, wirklich dieses Familiäre, auch genau diese kleinen Gruppen. Also ich hatte gestern eine Vorlesung, da saßen wir zu 25. Also was will man mehr? Und dann auch natürlich die AGs, wo wir auch nämlich viel mehr sind. Das ist wirklich von großem Vorteil im Gegensatz zu anderen Unis. Ich habe auch viele Freunde, die zum Beispiel bei der LMU studieren, auch Jura, die sagen, es ist schon viel so, wenn der Audi Max voll ist. Und das hast du halt hier wirklich gar nicht. Auch der Kontakt zu den Professoren. Gestern dann kam eine Frage auf, der hat gesagt, nee, das ist jetzt zu lang, das klären wir nach der Vorlesung. Und dann war das auch in 5 Minuten gegessen. Also es wird wirklich individuell auf einen selbst eingegangen, was toll ist, weil man nicht mit diesem Gefühl nach Hause geht, boah, das habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich wirklich nochmal machen. Oder man hat auch kein schlechtes Gewissen, wenn man halt 3-mal nachfragt, was wirklich sehr zuvorkommt ist und das Studium einfach wirklich, muss man sagen, erleichtert. Und dann auch die 5-Wochen-Blöcke, das ist, möchte ich wirklich nochmal hervorheben an der Apps Law School. Klar, es ist wahnsinnig viel, wahnsinnig intensiv, aber man bleibt eben dran, man schafft auch sein Studium trotz Auslandssemester in diesen 4 Jahren. Und das hat man nicht an jeder Uni, wo man Jura studiert, muss man wirklich sagen. Und es ist dadurch keine, ja, irgendwie Zeit, die verloren geht oder sonst was, sondern man bleibt immer am Ball. Man weiß immer, wo man steht durch dieses kontinuierliche Feedback alle 5 Wochen natürlich mit den Prüfungen. Und man ist einfach, man macht es einfach und kommt dadurch wirklich sehr gut mit und schafft in diesem Rahmen auch des familiären Umfelds und dieses Leistungsanspruch ist wirklich großes, muss man sagen. Ja, und bezogen auf dieses Individuelle möchte ich auch nochmal hervorheben, dass man halt zum Beispiel in der Business School die ganzen Ressorts hat und so seine individuellen Schwerpunkte auch setzen kann neben dem Studium. Zum Beispiel, ob das jetzt Marketing ist oder Investments oder Immobilien. Da kann man halt super viel nochmal außerhalb des Studiums mitnehmen und Kontakte knüpfen und Erfahrungen sammeln und sich da nochmal orientieren. Und das finde ich halt einfach wirklich toll und dass man dann auch im 5. Semester die Möglichkeit hat, einen Schwerpunkt zu setzen, wenn man das möchte, oder die letzten 3 Semester im Ausland zu verbringen. Das kann man halt dann super individuell auf seine Bedürfnisse und Interessen abstimmen. Und das hat man, glaube ich, echt nicht überall. Dazu auch noch mal kurz, und zwar gut, dass du diese Ressorts hervorhebst. Die haben wir nämlich an der Law School auch. Nicht, dass sie denken, das ist alles in Österreich-Winkel, nur so ist es nicht. Aber ja, man merkt daran, dass wir auch sowas machen, dass es tatsächlich neben dem Studium auch noch deutlich Zeit für sowas gibt. Klar, man muss dann auch Zeit investieren, aber es macht auch richtig Spaß, weil man eben auch mit neuen Leuten zusammenarbeitet und auch nochmal Neues erfährt. Man denkt auch ganz anders dann in diesen Momenten und vergisst tatsächlich auch mal, ja gut, bei dir Business, bei mir mal Jura für 1-2 Stunden. Und daneben auch, wenn wir jetzt mal ganz weg von der Uni gehen und dem ganzen Lernstress, dann schafft man es tatsächlich auch noch ein Privatleben zu haben, egal ob man mal abends in eine Bar geht oder am Samstag schön was essen. Es ist tatsächlich, also keine Angst, möglich, das auch noch zu haben, trotz des Tempos und trotz des Leistungsanspruchs. Das kann ich nur bestätigen.
Ja, ihr beiden, dann vielen Dank für die Eindrücke. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen Lust machen auf die beiden Studiengänge, auf die EBS als Universität. Wir sind am Messestand in München 2 Tage für euch. Christoph Glaser und ich sind persönlich dabei. Wir haben 2 andere Studierende dabei, nicht die beiden Mädels. Da könnt ihr gerne noch mal weitere Eindrücke erfragen, in den Austausch kommen. Wir freuen uns sehr, euch kennenzulernen. Ja, und hoffen, ihr kommt Freitag oder Samstag bei uns vorbei. Übrigens könnt ihr uns natürlich auch online kennenlernen. Wir haben ganz oft Infosessions digital. Schaut einfach auf unserer Webseite vorbei, ebs.edu. Da findet ihr alle Infos dazu. Genau, dann herzlichen Dank auch von meiner Seite. Viel Spaß bei der Messe und dann hoffentlich bis bald an unserem Messestand. Tschüss. Ciao.